Schönen guten Morgen. Das Thema ist Rechtspopulismus. Die Hintergründe sind bekannt. Es handelt sich um ein Phänomen in allen europäischen Ländern. Also da ist noch die Frau Gebetri drauf, die Führungsspitze der AfD. Sollen wir es einschalten? Können Sie genügend hören? Gut ja, genug? Schon. Ja. Ja, Mikro. Schon gut ist. Schon Mikro, okay. Aber nicht für wirklich. Aber jetzt ist das nicht genau. Nicht für wirklich. Ja. Also in allen europäischen Ländern, ja. Aber das von uns sind angedeutet, in der Mitte noch AfD, ist noch die alte Spitze seit Juli 2015, jetzt ist ja wieder ein Wechsel passiert. Das hat auch Gründe, was hier passiert. Also das heißt, das ist eine bestimmte Art von Bewegung, die vermutlich auf Führer-Führerin-Prinzip aufläuft, aus diesem Denken heraus. Ganz wichtig, also in Österreich ist ja leider Vorreiter. Das heißt, in Österreich haben wir den Jörg Haider, dann seinen Ziehsohn Heinz-Christian Strache. Das ist in Österreich schon seit 25 Jahren. Das heißt, in den letzten Wahlen haben wir den Herrn Norbert Hofer noch abgewehrt. Man könnte sagen, durch eine ganz breite Bewegung der Zivilgesellschaft. Aber tatsächlich war natürlich das ein ungeheuer Erfolg für die FPÖ. Erst wenn fast die Hälfte der Bevölkerung sagen, sie könnten sich einen Bundespräsidenten, der in Österreich durch Direktwahl gewählt wird, vorstellen, dann ist das natürlich ein ungeheuer Erfolg. Man müsste sich vorstellen, man hätte eine ähnliche Konstellation und man hätte irgendeine direkte Abstimmung und die AfD wird in Richtung 50% kommen. Da sieht man auch, wie das Klima in Österreich verändert wird. Und jetzt haben wir Neuwahlen, ein bisschen später als wie in Deutschland, und es scheint so zu sein, als wenn die Dämme völlig gebrochen wären und dass die FPÖ in der nächsten Regierung sitzt, auch von der SPÖ her. Ganz wichtig auch in der Reflexion ist, was passiert in Ungarn. Also Orban und dann halt Kaczynski in Polen, weil das sind ja Leute, die an der Macht sind. Und da kann man schon relativ exemplarisch studieren, in welcher Weise sie eine Transformation der Gesellschaft unternehmen. Also mit relativ klaren Mustern. Und natürlich, es wird immer schlimmer, der wichtigste, der mächtigste Mann der Welt. Das heißt, ich werde nur zur Begrifflichkeit werde noch was sagen, und das waren jetzt sozusagen der unmittelbare Anlass für mich selbst, dass ich mich mit diesem Thema wieder beschäftigt habe. Ich habe vor 15 Jahren mich damit intensiv beschäftigt und in der Zwischenzeit viele andere Dinge gemacht. Und jetzt bin ich durch diesen Wahlkampf in Österreich, der ein ganzes Jahr war, der Wahlkampf, jetzt haben wir zweimal gehabt, im April und im Dezember, die zweite Runde, war ich damit sehr intensiv beschäftigt. Wenn wir eine Reflexion unternehmen über dieses Phänomen, dann gibt es für mich zwei große Gruppen. Der erste Teil, zum ersten Teil, denke ich, können wir sehr, sehr klare Bilder machen. Der erste Teil ist, wie verstehen wir dieses Phänomen? Was sind die Basics? Ich denke, dafür kann man versuchen, ein ganz klares Bild zu machen. Die zweite Frage ist die Frage, gestern ist das auch schon andeutungsweise diskutiert, was sind die Ursachen für diese breite Bewegung? Diese Frage ist sehr komplex. Diese Frage ist sehr komplex, weil wir letztlich eine Vorstellung bräuchten über Verwerfungen in der Gesellschaft. Das heißt, es ist ein gesellschaftliches Phänomen, das nicht auf ein Land bezogen ist, sondern ja, die großen Industriestaaten erfasst hat, die reichen Staaten, also der Kern auch dieses weltwirtschaftlichen Systems. Es hat mit einem Wandel zu tun in der Gesellschaft, mit einem längerfristigen Wandel, mit längerfristigen Ursachen, mittelfristigen Ereignissen und kurzfristigen Auslösern. Das ist eine sehr, sehr komplexe Frage. Vielleicht haben Sie auch Lust, über diese Frage ein bisschen zu diskutieren, also da könnte man lang reden. Ich habe verschiedene Sachen gemacht, ich habe jetzt unlängst einen Film gemacht. Der Film heißt Rechtsruck,
10 Gespräche, Punkt gegen Angst, Punkt. Und da habe ich 10 Personen interviewt, die über das Phänomen Rechtspopulismus schon sehr, sehr lange nachdenken. Und habe aus dem, also mit einem guten Filmemacher, so einen komplexen Zusammenschnitt über Ursachen gemacht. Aber das ist von Kulturkritik angefangen bis hin zu ganz konkreten ökonomischen Fragen. Ist, man sieht auch, also ich habe durch diesen Film sehr viel gelernt, wie komplex dieses Phänomen ist. Der Hauptteil des heutigen Vortrags ist, eine klare Vorstellung zu vermitteln und das dann im Kontext oder im Hintergrund vom Thema Bilder. Es geht hier, also wir fangen jetzt mit dem ersten Teil an. Es geht hier um soziale Repräsentationen und, hoppala, wieso ist das so hoch um? Und das kann jetzt glaube ich jetzt nicht ändern. Und Bilder im Raum. Der Hintergrund sind Ansätze, die sich in einem psychologischen Bereich entwickelt haben und vor allen Dingen auch in einem therapeutischen Bereich. Und wenn man, da könnte man jetzt sozusagen so verschiedenste Arten von Überblicke geben. Das heißt, es gibt so einen bestimmten Strang von Entwicklung, auch von therapeutischen Richtungen, wo mit sozialen Repräsentationen im Raum systematisch gearbeitet wird. Das heißt, wo es darum geht, in Bezug auf bestimmte therapeutische Problemlagen, Positionen im Raum ausfindig zu machen, diese Positionen im Raum zu spielen, zu agieren, darzustellen, dann diese Positionen im Raum zu verändern und darin zu sagen, gibt es möglicherweise Änderungen oder Heilungschancen. Manche von Ihnen kennen vielleicht dieses Konzept von Familienaufstellungen. Ist Ihnen das bekannt oder kennen Sie das? Das heißt, die Familienaufstellung ist die Grundidee. Die Grundidee ist die, mit einer gewissen Problematik kommt jemand, man hat zum Beispiel die Idee, das könnte mit frühkindlichen Ereignissen zu tun haben, dann sagt man, also das sind auch bestimmte, man muss die Leute in so eine gewisse Trance versetzen und sagt, okay, du stehst jetzt hier, vielleicht darf ich das jetzt zu spielen und du bist, also sie, ich für mich, ich bin der 5-jährige Bub. Und wenn du dich so rein imaginierst, wo wird man die Mama hinstellen, wo wird man den Papa hinstellen, wo wird man den Bruder hinstellen und so weiter. Und dann habe ich so ein Bild und da gibt es ganz, ganz verschiedene Techniken. Also von Bert Hellinger ist das bekannt, es gibt auch andere Richtungen. Also die Wager von Tibet und seine Frau Sparer haben aus dem dann so ganz, ganz komplexe, also ganz elaborierte Sachen gemacht, wo man auch Probleme darstellen kann, abstrakte Konstellationen und so weiter. Und das sind sehr interessante Phänomene und man macht es dann so, dass man andere Leute in stellvertretend in die Position stellen kann. Man sagt zum Beispiel, der Papa wird hier stehen, dann geht eine andere Person in die Konstellation und imaginiert sich so eher die Familie, wie fühle ich mich zum Kind, wie fühle ich mich zur Mutter, zu den anderen. Und interessant ist, in welcher Heftigkeit hier Gefühle auftreten können. Da muss man natürlich reflektieren, wenn man jetzt wieder, was ist der Wahrheitsstatus dieser Gefühle. Das heißt, ich habe eine Zeit lang mit ihm experimentiert, dass man zum Beispiel die gleichen Konstellationen wiederholt, kommt was Gleiches mit was Ähnliches. Also das ist so sehr, das sind komplexe Methoden. Und das, was ich jetzt referiere, oder das Modell, das ich referiere, ist in einer gewissen Weise ein Versuch, diese Familienaufstellungen theoretisch zu fassen. Das ist eine Art von Hintergrund. Man könnte zum Beispiel, ein kurzes Experiment. Wenn man zum Beispiel Menschen fragt, stell dir vor, die Person, die dir am nächsten ist, die Person, die du am meisten liebst, das wird Partnerin, Kind oder so irgendwas, wenn man in einer bestimmten Art von Anleitung das macht, also wo es nicht geht um Erinnerungen, da
Also ich habe jetzt gerade mit meiner Frau telefoniert, man könnte sagen, wie ein Ring, aber da habe ich natürlich dann ein mentales Bild, was macht sie, sie ist zu Hause beim Frühstück und so weiter. Und um diese Bilder wird es nicht gehen, sondern es ist der Gedanke, gibt es sowas wie generalisierte Bilder. Mit einer bestimmten, und alles, was ich sage, sind Hypothesen. Also ganz, ganz wichtig, das ist alles hypothetisch. Nicht jetzt zu sagen, es ist so. Es sind Hypothesen und mit diesen Hypothesen wird gearbeitet. Diese Hypothesen verwende ich im Coaching. Und für mich ist zum Beispiel interessant, vielleicht kann man über das reden, durch die Veränderungen von Raumbildern, wie schnell sich Verhalten ändert. Das ist für mich immer fast noch wie ein Wunder. Unglaublich. Wenn jemand zum Coaching bei mir kommt über ein Problem, bevor er bei der Tür reingeht, gebe ich ihm eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 90%, der wird es erreichen. Und ja, ich operiere immer nur auf der Ebene von Bildern. Also das ist sozusagen mein phänomenologischer Hintergrund. Und ich mache das jetzt seit 3 Jahrzehnten. Es ist eine ganz große Kluft. Es ist eine ganz große Kluft, aus dieser Erfahrungswelt wissenschaftlich und theoretisch zu reden. Also ich bin mir dieser Kluft ganz bewusst, wie schwierig es ist, hier Anknüpfung zu finden, zu sagen, welche Art von wissenschaftlicher Reflexion brauche ich und welche Art von wissenschaftlichen Theorien können sich ankoppeln. Also das sind schon, ich sehe die Kluft, ich sehe die Kluft und darum sage ich Hypothesen. Ich sage, wenn ich mit der Person arbeite, dann ist das für mich eine Art von konstruierter Realität. Wenn ich als Wissenschaftler darüber reflektiere, kann ich nur sagen, es sind Hypothesen, anders geht das nicht. Ja, auch nicht glaube. Also wenn man zum Beispiel sagt, wo ist deine Liebste, dann kommen halt solche Bilder im Sinn von generalisierten Bildern. Das heißt, man sagt, aber ich stelle mir meine Frau vor, wo ist die ungefähr hier? Und dann wird man das den Zettel auf den Boden legen. Und wenn man das mit vielen, vielen Leuten macht, dann kommt man zu zum Beispiel 50 Personen, dann kommt man zu solchen Bildern, die relativ plausibel sind. Es gibt auch Typologien von Bildern, das heißt, hinter denen gibt es sozusagen auch Momente, was es bedeutet, wenn man Position wohin liegt. Bilokation ist zum Beispiel interessant, also wenn man zwiespältige Beziehungen hat und so weiter. Das heißt, der Gedanke ist, wir operieren also in diesem Ansatz mit inneren Bildern, mit Bildern, die man bewusst macht. Es gibt auch dann die Idee von Vorbewussten zum Bewussten. Die meisten inneren Bilder, die wir haben, sind invariant und relativ veränderlich. Das heißt, wenn ich Sie frage, was haben Sie beim Frühstück gemacht, und Sie sagen mir was, dann kann ich Ihnen die Frage stellen, wieso wissen Sie das? Und mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen dann irgendwelche mentalen, irgendwelche visuellen Bilder. Ah, da bin ich gesessen, mit den Leuten habe ich geredet. Und so weiter. Das ist variant. Das heißt, wenn Sie morgen beim nächsten Frühstück mit dem anderen sitzen, dann haben Sie andere Bilder und so weiter. Und eigentlich ist jetzt in diesem, als sozialpsychologisch reflektiert, geht es darum, zur Hypothese gibt es sowas wie invariante Bilder, die relativ konstant sind. Und da, ich habe mit hunderttausenden Leuten solche Experimente gemacht, zum Beispiel solche Fragen, wie stellt man sich alle Menschen der Welt vor? Die Bilder, die dann auftauchen, sind ein hoher Indikator über die Persönlichkeit von jedem. Da gibt es ganz unterschiedliche Bilder, es gibt auch Typologien dazu. Ein ganz wichtiger Punkt ist, wie wir uns Zeit repräsentieren. Gibt es auch visuelle Bilder dazu. Die Art, wie sich jemand Zeit repräsentiert, ist eine tiefe Aussage über die Persönlichkeit. Weil es die Art zeigt, wie wir in der Welt sind und Zeit wird repräsentiert. Also es hat ja auch, gibt ja auch, wenn man ins Mittelalter zurückgeht, haben ja die Leute ganz andere Zeitrepräsentationen gehabt, zum Beispiel gar keine Repräsentation der Zukunft und so weiter. Keine Repräsentation von Anno Domini zum Beispiel war ein Konzept, das die Kleriker gewusst haben vor 1000 Jahren, aber im Alltag hat es überhaupt keine Rolle gespielt und solche Dinge. Das Wichtigste dabei ist, ich kann es nur Andeutung machen, das Wichtigste dabei ist Selbstrepräsentation. Das heißt, wenn man phänomenologisch auf der Erfahrungswelt mit Bildern arbeitet, ist das wichtigste Bild das Selbstbild. Den Ansatz, den ich vorstelle, der hat auch eine Theorie der Selbstrepräsentation entwickelt.
Das wichtigste Bild der Welt ist das eigene Bild, wer bin ich, und das bildlich dargestellt. Und die Beziehung, die jeder von uns zu diesem Bild hat. Selbstwertgefühl ist ein Gefühl, das jeder von uns zu seinem eigenen Selbstbild hat. Und das wird jetzt sozusagen als Bild betrachtet. Und wenn das uns dann halt die... Und das ist die Hypothese, dass es für relativ fixe soziale Beziehungen konstante Bilder gibt. Und es ist auch die Vorstellung, diese Art von Konstanz könnte sich vielleicht aus Generalisierungen entwickelt haben. Nur eine Idee, es ist relativ plausibel anzunehmen, dass ein kleines Kind, ich denke, lassen wir es einfach so, oder? Ja, ist schon schwarz. Im Fokus würden wir gerne etwas sehen. Ah, schärfer, okay. Aber alle Bilder sind nicht scharf, also das ist natürlich, das Bild selbst ist nicht ganz scharf, das kommt aus einem Buch raus. Das heißt, es ist relativ plausibel anzunehmen, dass ein kleines Kind... So, sehr klein jetzt. Da schaut es besser aus, oder? Das heißt, es ist relativ plausibel anzunehmen, dass ein kleines Baby relativ schnell ein generalisiertes Bild von der primären Bezugsperson bekommt. Und wenn die Mama vom Friseur kommt mit einem neuen Outlook, geschminkt mit neuen Haaren, hat vermutlich das Kind überhaupt kein Problem, die Mutter zu erkennen, weil es ein generalisiertes, idealisiertes inneres Bild ist. Das heißt, es ist als Hypothese, als entwicklungspsychologische Hypothese, ist das relativ plausibel. Die nächste Annahme wäre, dieses Bild ist irgendwo in einem mentalen Raum konstant gespeichert. Das heißt, wenn das Kind dann so intuitive Erinnerung hat, dann ist die Mutter irgendwo. Das heißt, es gibt auch hier jetzt sozusagen ein Konzept eines mentalen Raumes. Die Bezüge möchte ich jetzt nicht nennen. Und dass ich jetzt kommt, eben das, was ich gerade total unscharf, dass zum Beispiel ein kleines Kind dann zum Beispiel solche Bilder entwickelt. Ja? Vorne sind die zwei Brüder, hinten sind die Eltern. Ich muss mich sozusagen zwischen den Brüdern und den Eltern stellen, weil die großen Brüder verstehen mir den Zugang zu den Eltern. Also man kann ja ahnen, ja, welche Art, wenn das zum Beispiel eine Familienkonstellation ist, welche Dramen sich sozusagen für dieses Kind imaginiert. Das heißt, es geht nicht um das Verhalten der Eltern. Es geht nur darum, wie Kinder auf eine kindliche Weise das umsetzen. Ja. Und das heißt, es ist der Gedanke, vielleicht entstehen solche konstanten Bilder. Und das ist zum Beispiel sowas, das kann man dann identifizieren. Das heißt, dass Leute dann Personengruppen imaginieren, dass sie Autoritäten imaginieren, dass sie sich zum Beispiel, wenn sie religiös sind, sich vorstellen, oben ist der liebe Gott und solche Sachen oder an andere Wesen, an denen sie glauben. Wobei, es geht immer nur um die Repräsentationsebene und niemals um die ontologische Frage, das interessiert mich. Das heißt, die Frage ist, wie stellt sich jemand das vor? Und aus dem wurde dann die Hypothese entwickelt in den 80er Jahren des sozialen Panoramamodells. Das heißt, die Hypothese ist, dass soziale Repräsentationen ganz grundlegend einen relativ konstanten inneren mentalen Raum beschreiben, dass wir hier auf verschiedenen Ebenen komplexe soziale Landschaften konstruieren. Jeder von uns hat das. Die entscheidende Frage zum Beispiel jetzt, wenn man mit Coaching arbeitet oder wenn man mit Therapie arbeitet, wie kann ich das identifizieren? Vielleicht auch dazu. Dazu gibt es Methoden. Ein paar Annahmen zu diesem Modell. Die Grundannahme ist Location equals Relation. Das bedeutet, die lokale Position im Raum
wo man sich andere Menschen vorstellt, konstruiert die Beziehung, die ich zu dieser Person habe. Die soziale, das heißt, die Behauptung, die Hypothese ist, soziale Repräsentationen sind grundlegend lokale Repräsentationen, das heißt, ich habe einen inneren mentalen Raum und der Lage und der Ort, auch das Niveau in diesem Raum, ist Ausdruck der sozialen Beziehung, die ich zu dieser Person habe. Zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Punkt ist Autorität, wie Autorität repräsentiert wird. Die Grundidee ist, dass man sich von der Mitte der Augen einen Horizont definiert und dann in dieser Vorstellungswelt werden die Augen dieser Person überhalb oder unterhalb gesehen. Wenn man es sehr, sehr oben repräsentiert, dann kann man auch eine Theorie der Unterwerfung machen oder Theorie von Hörigkeit. Hörigkeit ist die Grundidee, der Person, der jemand hörig ist, diese Person wird größer repräsentiert als das eigene Selbstbild. Und das kann man dann identifizieren. Das ist die Idee. Das heißt, es gibt mehrere Annahmen, zu dem alles Hypothesen. Dann die Annahme ist, das soziale Panorama ist die grundlegende Repräsentation. Es gibt keine grundlegendere mehr. So sind Menschen sozial situiert auf der Repräsentationsebene, auf der Vorstellungsebene. Die nächste Annahme ist, die Repräsentation dominiert die Interaktion. Für mich als Coach ist, ich bin kein Therapeut, ich bin Coach. Coach heißt, man hat relativ beschränkte, kleine Sachen. Ein Vortrag, eine Konferenz, eine Entwicklung eines Teams, also so relativ klein. Da geht es nicht um Persönlichkeitsänderung, sondern geht es um. Also typischerweise, wenn ich Coaching mache, kommen die Leute zu mir und sagen, ich habe jetzt eine Gerichtsverhandlung. Ich habe eine ganz schwierige Prüfung. Ich habe einen Auftritt und ich bin ganz nervös und solche Dinge. Und das kann man. Und das Interessante ist, wenn man die Repräsentation verändert, dass sie dann die Interaktion verändert. Bis hin, dass die Leute, dass zum Beispiel jemand hat Probleme mit seinem Chef, man verändert das. Meine erfolgreichste Intervention war eine Sitzung. Da war ich bei jemandem, ein Firmenchef, der hat mich geholt und der hat gesagt, in diesem Team gibt es eine ganz große Problemperson, das ist die Sekretärin, der kann sie nicht feuern, weil sie kennt alle die Geheimnisse der Firma. Die können ihn zu Ruin bringen, wie soll ich mit der umgehen? Und dann habe ich mit ihm so eine Art von Familienaufstellung gemacht, die Position der Sekretärin verändert. Und bei der nächsten Sitzung habe ich ihn gefragt, das hat sich verändert, hat er gesagt, ja, das Problem hat sich eh schon erledigt. Ich habe gesagt, was ist los? Er hat gesagt, die Sekretärin hat gekündigt und im Übrigen bringen diese ganzen Methoden nichts mehr auf. Habe ich gesagt, Sie haben recht, das haben schon viele gesagt, danke. Das ist einmal passiert und das ist auch eine ungeheuer erfolgreiche Intervention. Das heißt, man verändert das Bild, ja, man braucht nicht drüber reden, man verändert das Bild. Und es gibt dann auch in der Reaktion der anderen, es geht nicht um Geheimnis und Magie, es geht auch darum, zum Beispiel, mit welcher Körpersprache man jemanden begegnet und wie dann sozusagen andere Arten von Interaktionen beschreiben. Das heißt, manchmal ist es dann so, oder ich habe zum Beispiel meine Kinder trainiert auf viele wichtige Prüfungen, also da habe ich dann einen Spaß, dass ich sozusagen als für die andere Seite mache, weil ich selbst der Prüfer bin. Das ist dann eine Rollenvielfalt, die man genießen kann. Und zum Beispiel Kinder im Sekundärschulbereich, die Schwierigkeiten haben, ist immer die Beziehung zum Lehrer und zur Lehrerin. Das ist das entscheidende Moment. Und wenn man jemanden eine gute Beziehung hat, lernt man leicht. Und wenn man die Person hasst oder nicht gern hat, oder die Person behandelt dann nicht respektvoll als Kind, dann gibt es Lernschwierigkeiten. Und das kann man dann bildmäßig verändern. Und einmal ist dann der Lehrer zu mir gekommen und hat gesagt, was hast du mit deiner Tochter gemacht? Das ist ganz anders. Ne? Aber das ganz andere entsteht aus der Interaktion. Man kann ihm anders begegnen. Also das heißt, das ist eine Annahme. Und die andere habe ich schon gesagt, das stärkste soziale innere Bild dominiert das Verhalten. Das sind also verschiedene Bilder und das stärkste dominiert dieses Verhalten. Ne? Okay. Nur ganz kurz und dann müssen wir zum Rechtspopulismus kommen. Ich kann ja nur jetzt eine kurze Einführung geben.
Die Frage ist, wie kann man sich erklären, wenn das stimmt, wie zum Beispiel diese Art von Modellen, zum Beispiel die Eltern ihren Kindern weitergeben, ohne dass sie jemals darüber reden, weil die Bewusstheit über diese Prozesse sind nicht da, zum Beispiel durch Gesten, durch Blicke. Ein interessanter Punkt ist ja das, was die Frau Müllfalle gesagt hat mit dem Eye-Tracking. Können Sie noch erinnern? Das heißt, eine Möglichkeit ist es eben so maschinengemäß zu erfassen. Die andere Möglichkeit ist im therapeutischen oder im Coaching-Kontakt. Also wenn ich zum Beispiel mit jemandem Coaching mache, bin ich sehr trainiert, auf ganz kurze Augenflashes zu schauen. Das heißt, wenn ich dann angenommen mit einer Person arbeiten würde, habe ich noch ungefähr 4, 5, 10 Minuten ein Modell dieser Person des inneren visuellen Raumes. Das heißt, die Person schildert mir ein Problem. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass sie ganz kurze Augenflashes, das ist eine halbe Sekunde oder Drittelsekunde, in eine bestimmte Richtung machen wird. Das heißt, sie schaut zum Beispiel immer daher. Das heißt, die Hypothese ist, das ist hier abgespeichert. Und wenn ich zum Beispiel in der Interaktion mit dieser Person eine Geste dahin mache, dann interveniere ich direkt in den inneren mentalen Raum dieser Person, ohne dass man jemals darüber redet. Das heißt, durch die Blicke sind auch, also das ist die Idee, Accessing Cues, Zugangshinweise, wo die Hypothese ist, da könnte ein stabiles Bild stehen. Dann natürlich durch Sprache, das heißt, der Gedanke oder die Sprachtheorie ist, und das geht ja auch in die Richtung von der Frau Müllfalle, ist die Sprache wortwörtlich zu nehmen, oder auch in der Metaphern-Theorie, ich habe das beim Einführungsvortrag angedeutet, das heißt, wortwörtlich heißt, hinter der Sprache steht ein Bild. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sowas sage, da steht an der Spitze, heute kommen wir uns näher, durch dieses Gespräch sind wir uns näher gekommen, auf welcher Seite stehen Sie? Das heißt, solche Dinge. Und die Sprache ist ungeheuer, das habe ich ja von Lakoff und Johnson gelernt, die Sprache ist ungeheuer gedrängt mit räumlichen Metaphern. Er hat einen Katalog gemacht von Metaphern und wir haben unglaublich viele lokale Positionen. Dann Beziehungen zu nennen, das ist klar, da habe ich etablierte Bilder. Wenn jemand sich hinstellt und sagt, ich bin der Herr Präsident, dann ist natürlich klar, dann ist sozusagen, es ist eine Position, diese Position ist in der Gemeinschaft anerkannt und dann ist natürlich, so soll es ja auch sein, ja, eine bestimmte Art von Repräsentation. Das ist, wenn ich sage, sie ist meine Studentin, ist das damit etwas transportiert und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie, wenn sie das übernehmen, genau sozusagen dieses Bild übernehmen. Aber das sind alles Hypothesen und natürlich sprachliche Metaphern. Unsere Firma ist wie eine Sardinenbüchse. Das heißt, oder ein interessanter Punkt ist zum Beispiel im Teamtraining mit Teams Metaphern zu erarbeiten. Da geht es dann auch wieder zu sagen, welche Arten von Metaphern sind zielführend und diese Metaphern, das gemeinsame Metaphern-Team zu verankern, das zu spielen und diese Metaphern manchmal in Erinnerung zu rufen und das kann zum Beispiel die Teambuilding, ist das ein machtvolles Instrument. Erst den Gott zu nennen bei einem Team. Okay, Anwendung auf den Rechtspopulismus, das ist der Hintergrund. Ich habe jetzt nur kurze Anmerkungen gemacht. Die These ist die, im Kern geht es um ein bestimmtes Bild der Gesellschaft. Es ist eine Art des Denkens, nicht nur der Inhalte. Das heißt, es ist ein Denkmodus, hinter dem ein Bildmodus steht. Das ist die Hypothese, das ist eine Hypothese. Dieses Bild kann aus der Sprache, aus Programmen, aus Aktionen abgeleitet werden. Ich habe auch einige Studierende gehabt, die zum Beispiel längere Reden von Hans Christian Strache transkribiert haben und dann mit verschiedenen diskursanalytischen Instrumentarien diese Reden in ganz, ganz kleine Teile zerlegt haben und dann sozusagen versuchten, welche Muster können wir in solchen Reden sehen. Ander Buch ist zum Beispiel Bücher zu nehmen, diese Leute, und dann ist die Hypothese ist, okay, welche Bilder steht dieser Art von Sprache im Hintergrund?
die sehr bestimmtes Bild, ich verwende gar nicht den Begriff Rechtspopulismus, das ist für mich viel zu verharmlosend. Mein Konzept ist Demagogie. Demagogie hat zwei Bedeutungen, nämlich als Volksverführung und als Verführung mit der Kategorie des Volkes. Und Demagogie ist für mich ganz, ganz exakt definiert als ein bestimmtes Bild. Wenn dieses Bild vorliegt, dann rede ich von Demagogie. Wenn dieses Bild nicht vorliegt, dann rede ich nicht davon. Ich habe jetzt zum Beispiel unlängst in einer bedeutenden Zeitschrift in Österreich ein Interview gehabt. Wir haben jetzt den Herrn Kurz, der dann eine Art von Revolution gemacht hat in der österreichischen Volkspartei. Die haben mich gefragt, ist das ein Populist? Dann habe ich gesagt, er hat populistische Momente, er übernimmt populistische Inhalte und er ist kein Demagoge in der Art, wie ich Demagogie definiere. Da habe ich ein ganz sauberes Kriterium. Das heißt, er übernimmt bestimmte Positionen der FPÖ, zum Beispiel mit Flüchtlingen und so weiter. Das ist ganz klar. Man hat auch einen Rechtsschwenk gemacht, aber er kommt nicht in diese Kategorie. Das heißt, ich reflektiere, ich mache hier einen qualitativen Unterschied in der Art, dass er Politik betreibt, die ich nicht teile, ja? aber in der Art, wie ich ihn sozusagen klassifiziere. Für mich gibt es hier einen qualitativen Unterschied. Die gängigen Definitionen von Populismus sind die als Idee. Karl Marx ist, denke ich, einer der besten, und der andere, den hätte man genauso jetzt zitieren können, ist der Hans-Werner Müller. Der Herr Müller von Harvard, also der hat so ein dünnes Büchlein gemacht über Populismus. Das ist für mich eigentlich der klarste Denker in dieser Richtung. Also der bringt den Populismus auf den Punkt und hat sehr, sehr klare Texte, indem er sozusagen das Wesen von dem beschreibt. Und da geht es zum Beispiel, der Müller hat auch so ähnliche Definitionen, die schauen so aus. Populismus ist hier definiert als eine Ideologie, sie bezieht sich auf Gesellschaft, das ist eine Vorstellung über die Gesellschaft, und diese Grundvorstellung ist, die Gesellschaft kann man ultimativ in zwei Gruppen teilen, die als homogen gleichartig beschrieben werden und antagonistisch. Diese beiden Gruppen sind in einem Kampf miteinander. Es sind die Wahren, the pure people, die Wahren, die Richtigen, der wahre Deutsche, der richtige Finne, es gibt die richtigen Finnen, ist zum Beispiel auch der richtige Ungar, und das andere ist, oder das Volk zum Beispiel, das Volk auf die Kategorie kommen, und das andere ist die Elite, die korrupt ist. In dem argumentiert wird, Politik sollte so gemacht werden, dass sie als Ausdruck ist des einen Willen des einen Volkes. Das ist die Fiktion. Es gibt ein Volk und dieses Volk besitzt einen einzigen Willen. Das ist eine gängige Definition des Populismus, also wie gesagt, Karl Marx und Müller. Und mein Ansatz ist, nehmen wir diese Definition und kombinieren wir das mit dieser Vorstellung des mentalen Raumes, mit dem sozialen Panoramamodell und stellen uns die Frage, welcher Bild liegt dem zugrunde? Und das nenne ich jetzt Demagogie. Das heißt, Demagogie heißt für mich, es gibt das Bild einer zweigeteilten Gesellschaft, das ist ganz, ganz einfach. Es gibt eine Gruppe von wir, die guten, braven, anständigen, hartfleißig, harten, arbeitenden Menschen. Das ist die Gruppe, die nahe ist. Dann gibt es eine neutrale Distanz, eine Distanz, die ganz, ganz weit liegt. Und dann gibt es die, das sind die anderen. Und jetzt habe ich eine Klassifikation, dass ich sage, kann ich zum Beispiel aus der Sprache das ableiten, und jetzt kann ich sagen, mit welcher Intensität wird das gemacht. Dann habe ich relativ, ich bin strikt gegen die AfD, ich habe relativ harmlose Varianten von der AfD auf der einen Seite und kann dann eine Gradualität aufmachen, bis hin zum Nationalsozialismus, wo die dann nicht mehr als Menschen definiert werden und man kann dann die industriell vernichten. Das heißt, ich kann jetzt so spielen und könnte sagen, welche Art von Eskalationen passieren. Und also ich habe zum Beispiel in dieser
Terminologie gibt es einen ganz großen Unterschied zum Faschismus. Trump, AfD, FPÖ ist nicht Faschismus. Das heißt, es gibt zum Beispiel nicht eine Massenpartei, es gibt KSA, es gibt KSS, es gibt keine geplanten politischen Morde. Das heißt, man muss auch die qualitativen Differenzen beschreiben. Also den Faschismusbegriff habe ich nicht, das müssen wir jetzt anders definieren. Die Frage ist, wie ist Faschismus definiert? Wenn mich jemand fragt, ist das Faschismus, sage ich nein. Die Gefahr ist eine autoritäre Demokratie, das ist schlimm genug. Das ist schon schlimm genug. Jetzt müssen wir über das reflektieren, über einen dualen Kult, wir und die. Das ist ein völlig normales Bild im Alltag. Wir aus Linz und die aus Wien, wir Österreicher und die Deutschen, wir Alten und die Jungen, wir Männer und die Frauen. Das heißt, sich soziale Gegebenheiten in einem dualen Bild zu repräsentieren, ist das Normalste von der Welt. Entscheidend ist, wie weit diese beiden Gruppen voneinander entfernt sind im inneren Bild. Entscheidend ist, ob es gemeinsame Merkmale in den beiden Gruppen gibt. Männer und Frauen zum Beispiel sind unterschiedliche Kulturen, können die kommunizieren. Einfach, aber irgendwie geht es dann doch wahrscheinlich. Und Demagogie wird so definiert. Es ist ein sehr großer Abstand und es ist eine radikale Trennung und das kann man zum Beispiel von Texten oder von Reden von diesen Leuten ganz in die kleinsten Details nachweisen. Es wird immer ein binäres Bild entwickelt und man gibt zum Beispiel den anderen, zum Beispiel, sie werden nie einen Text finden von der AfD, wo sie über die Flüchtlinge irgendwie nicht mehr verstehen, wo sie nicht mehr weiß reden. Das ist in diesem Denken vollkommen unmöglich. Das heißt, dann wird es ja wieder vermischt. Oder man könnte auch, ich denke für mich, ich arbeite selbst in einer NGO in Linz, wo wir Flüchtlingsbetreuung machen, man kann niemals in diesem Denken in einer Ambivalenz reden. Natürlich ist das ambivalent. Es ist ambivalent. Ich verstehe auch Leute, die unter kulturellen Überfremdung leiden. Und gleichzeitig sage ich, man muss ein Herz haben für diese, und das ist ein ambivalenter, widersprüchlicher Prozess. Wenn ich für mich selbst das als ambivalenten Prozess reflektiere, dann denke ich, das erstens einmal ehrlicher und ja, vielleicht auch ein bisschen intelligenter und ich denke, man könnte einen menschlicheren Diskurs machen. Es gibt ja auch auf der anderen Seite her diese Verurteilung der AfD, die habe ich nicht. Ja. Aber vielleicht können wir über das noch reden. Der Grundmodus in diesem Bild sind dann drei verschiedene Arten von Diskursen, die miteinander verknüpft sind. Das erste ist ein Moralitätsdiskurs. Moralitätsdiskurs bedeutet eine absolut klare Zuschreibung von Gut und Böse, wie im Märchen, wo der Österreicher würde sagen, wie im Kasperltheater. Also Kasperl schlägt das Krokodil und es ist tatsächlich so einfach. Es ist unglaublich einfach. Das heißt, die Guten kämpfen gegen die Bösen. Im Hintergrund sind natürlich ganz manichistische Bilder. Also man könnte sagen, wenn wir zum Beispiel aus der Kulturgeschichte kommen, ist ein manichistisches Bild der Welt. Es gibt Gott und den Teufel und die ringen miteinander. So irgendwie. Ja. Auch ganz, das zweite ist ein Wahrheitsdiskurs. Von gut und falsch, also die Wahrheit ist bei uns gebracht, das andere ist Lüge, Fake News. Der Wahrheitsdiskurs selbst hat Implikationen für die Gesellschaft, die sehr, sehr weitreichend sind, die noch nicht reflektiert sind. Ein schlagender Ausdruck des Wahrheitsdiskurses zum Beispiel bei Trump ist die Leugnung, dass Klima von einem von Menschen gemachter Prozess, also die Klimaveränderung oder gestern haben wir schon bessere Bilder, ich glaube, die Veränderung der Biosphäre. Ich bin ganz für Ihnen, das ist ein viel besseres Bild, wie wir es jetzt übernehmen. Ich hoffe, ich merke es. Die Veränderung der Biosphäre, dass das ein Prozess ist, der Menschen gemacht haben, das wird geleugnet. Das heißt, da könnte man jetzt eigene Daten machen. Der besorgniserregende Prozess, der abläuft, ist, dass die Gesellschaft zunehmend die Fähigkeit verliert, ein gesichertes Wissen zu produzieren, das außer Streit gestellt wird. Und sogar im naturwissenschaftlichen Bereich.
Und das hat ungeheure Implikationen, zum Beispiel für das Konzept der Universität. Es hat ungeheure Implikationen über das Konzept von Expertentum. Wer ist ein Experte und solche Sachen? Wie wird Sicherheitswissen in der Gesellschaft produziert? Das erodiert. Rein darüber zu reflektieren, dann sieht man halt, wie gesellschaftlichen Transformationsprozess produziert und wie schwierig das sozusagen jetzt bis jetzt zu verstehen von der Ursachenseite. Das ist ein ganz langer Prozess. Und die Erodierung des Wahrheitsbegriffes in nicht, das können wir auch in den Wissenschaften machen, in den Sozialwissenschaften. Oder zum Beispiel ein anderer Punkt ist die Geschichte der Republikaner von Barry Goldwater 1964 bis jetzt. Und das, dann ist das implodiert. Und das andere ist Opfer-Täter-Diskurs. Wir sind immer die Opfer. Opfer, Opfer, Opfer. Österreich war ja das erste Opfer von Hitler-Deutschland. Also Opfer zu spielen ist eine Volkstugend in Österreich. Das heißt, es geht sozusagen, seit 25 Jahren sind die so wichtig, dominieren in einer gewissen Weise die Politik, weil das so ganz alte Mythen von Österreich. Österreich ist das Opfer. Ja, wir waren eine riesige Monarchie, eine der größten, also wir waren die Weltmacht in Europa, und dann kommt der Erste Weltkrieg und der Schock, und Österreich ist das, was übrig bleibt. Über die Nationalisten zwecken herunter, am Schluss haben sie uns sogar Südtirol genommen, wo nur deutschsprachige Bevölkerung war und der Rest, und das ist sozusagen das Trauma von Österreich, und aus diesem Trauma entstehen diese Opferhaltung. Ja? Und der eigene Beitrag zum Beispiel zum Nationalsozialismus ist schon reflektiert worden, aber viel später wie in Österreich, auch in einer gewissen Intensität, aber es hat viel später wie in Deutschland, es gibt einen ganz anderen kulturellen Hintergrund. Die Konstellation zwischen dem Wir und dem Anderen ist Bedrohung und Angst. Es gibt ja ein Buch, wo die AfD spöttisch bezeichnet wird als Angst für Deutschland. Bedrohungs-Angst-Konstellation, die Probleme kommen von den Anderen, das ist immer Sündenböcke. Das ist ein Bedrohungsmoment, sie bedrohen uns, wir haben Angst vor den Anderen, wir müssen uns gegen die wehren und ich beschütze euch. Zum Teil direkt religiöse Metaphern, also Jörg Haider hat zum Beispiel 1999 den Wahlkampf geführt in Österreich. Österreich ist sehr katholisch, ich bin der Schutzpatron der Österreicher. Ja. Eine religiöse Metapher wird sozusagen in den politischen. Und es gibt auch Bilder vom HC Strach, wo er so steht und ein Holzkreuz in die Menge hält. Absurdeste Inszenierungen, ja. Eine christliche Kultur. Okay. Was ist jetzt die Qualität von dieser Analyse? Wenn man das jetzt ernst nimmt, wenn man dieses gespaltene Bild der Welt könnten wir viele Phänomene, die diese Parteien und diese Bewegungen haben, die sie von anderen etablierten Parteien unterscheiden, ordnen, und wir könnten sie immer diesem, oder die Hypothese, da können wir sie diesem gespaltenen Bild der Welt zuordnen. Da geht es um Sprache, da geht es um Aktionsformen, da geht es um innere Organisationsformen, es geht um Taktiken, und der fünfte Punkt ist, es geht um eine längerfristige Dynamik. Und da, über diese fünf Bereiche könnten wir jetzt reden, man könnte auch reden, wie sie die aufeinander beziehen. Das heißt, die Behauptung wäre, ich habe jetzt in meinem Kopf oder so ein kohärentes Modell, dem ich alle diese fünf verschiedenen Bereiche in einer relativen Plausibilität zuordnen kann, und ein bisschen was möchte ich von dem erzählen. Und das erste ist natürlich die spezifische Art von Begriffen, die verwendet wird. Also welche Begriffe, und jetzt können wir riesige Kataloge entwickeln und könnten sagen, diese Begriffe sind immer in diesem dualen binären Code. Und das ist immer das Spezifische. Und ich kann sozusagen bei jedem Begriff immer sagen, das ist das System, das ist das Volk, wieder dran, the rigged system, und wir das Volk, das Volk. Elite, Bürger und so weiter, EU ist Diktatur,
Recht ist nur beim Nationalstaat, das heißt, es ist auch in Rechtstheorie da drinnen, nur der Nationalstaat ist befugt, Recht zu setzen und nicht die EU. Das wird zum Beispiel bei der Le Pen, ist das, oder eine der gefährlichsten Richtungen ist eigentlich Le Pen, das ist noch viel weiter fortgeschritten als wie die AfD. Und die AfD ist noch immer als junge Partei auf einem Suchprozess. Die gibt es erst seit 2013, das ist noch eine ganz junge Partei. Die sind auf einem Suchprozess und diese zwei Schritte, diese von Radikalisierungen, die passiert sind, aus der Systematik. Der erste Schritt von Radikalisierung, also gegründet 2013, der erste Schritt von Radikalisierung war der Hinauswurf von Bernd Lucke. Petri verbündet sich mit den Rechten, das war im Juli 2015, dann ist die dann sind die vielen Flüchtlinge gekommen, dann hat die AfD diesen Aufschwung, vorher war sie schon unter der 4%-Marke wieder, noch ein paar Folgen in den Landtagen und bei der EU-Wahl, also im EU-Parlament sitzen Abgeordnete, und jetzt dann der lange Streit und jetzt vor kurzem die zweite Art von Abspaltung, die Kaltstellung von Petri. Petri ist eine ganz eigene Position und vermutlich die Rechten fest etabliert und dieser Hinauswurf von Lücke wird sicher nicht kommen. Ja. Das heißt, es gibt eine Radikalisierung und in meinem Ding ist dieser Suche nach einer Führerpartei. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Das heißt, solche Begriffe können wir da machen. Also, man kann jetzt lange Kataloge machen, Lügenpresse, die Gesinnungsterroristen, Political Correct ist Terror, Politik für das Volk, die Gutmenschen, das ist sozusagen ein ganz wichtiger Punkt, das sind die Gutmenschen. Die Gutmenschen sind Menschen, die auf der anderen Seite sind, die haben gar keine Moral, die tun nur so, als ob sie Moral, weil das der Moralitätsdiskurs, das heißt, ich habe hier, und wenn wir jetzt zum Beispiel über soziale Gegebenheiten sind, tatsächlich die Unterstellung, und das ist weitreichend, dass die anderen über keine Moralität verfügen. In meinem Bild der Welt, also sage, oder in meiner Vorstellung ist, es geht immer um Selbstbild, ich habe das kurz angedeutet, eine schöne Diskussion, ja, und Selbstbild ist immer mit einer Moral, mit einem moralischen Zusprechen. Das heißt, ich habe auch auf Charles Taylor verwiesen, die Idee ist, jedes Selbstbild, das Menschen haben, ist immer ein moralisches Bild. Die Menschen haben in ihrer eigenen Repräsentation, in ihrem eigenen Denken, in ihren eigenen Reden immer die Vorstellung, sie selbst sind eine moralische Person. Und natürlich machen wir das, wir erziehen wir die Kinder, wir versuchen wir miteinander umzugehen. Und die Regeln halten wir nicht nur ein, weil wir konditioniert sind, sondern weil wir auch moralische Ansprüche für sich selbst und gegenseitig stellen. In diesem Diskurs wird den anderen keine Moralität zugesprochen. Das ist ganz weitreichend. Und die Gutmenschen tun das so. Die haben gar kein und so weiter. Ein interessanter Punkt ist zum Beispiel ist die Bildsprache der FPÖ. Diese Bildsprache der FPÖ ist zum Beispiel in Österreich ungeheuer etabliert. Das heißt, es ist immer die gleiche Person, die diese Bilder macht, seit 25 Jahren. Das sind die besten Plakate, die wir im Wahlkampf haben, illustrativ. Wenn man jetzt so also bestimmte Gruppe, und das ist jetzt schon eine Auswahl, die man oft sieht, wenn man die sieht, dann könnte man die Frage stellen, was wird hier plakatiert? Es wird das Bild der gespaltenen Welt plakatiert, und zwar direkt. Das heißt, es ist genau die, es ist meine These, wird in das Bild übersetzt. Wenn ich ein Plakat zeichnen würde, dann würde ich es genauso machen und das nächste Plakat können wir sonst schon selber zeichnen, weil es immer nur wir gegen die. Das heißt, es ist interessant, dass das in der Bildsprache, also diese Hypothese, die ich habe, in einer etablierten, in Österreich seit 25 Jahren entwickelten Bildsprache tatsächlich auf den Boden gebracht wird. Wir verstehen eure Wut und so weiter. Wir für Österreich und so weiter. Also das, da gibt es viele solche Orten. Okay, ein paar ganz kurze Anmerkungen. Für mich als, jetzt bin ich sozusagen wieder der Wissenschaftler, für mich als Wissenschaftler ist ganz, ganz wichtig, diese Begriffe sind freie Erfindungen, es gibt diese Gruppen nicht. Das Volk, was soll das sein, gehöre ich dazu? I don't know. Alle. Nein, nicht alle, nein, weil es ist Ausschluss.
nicht alle. Das heißt, es wird Folgendes gemacht. Es wird die bunte Bevölkerung, Unterschied zwischen Bevölkerung und das Volk im demagogischen Reden. Den Begriff das Volk kann ich anders verwenden. Das, was wird gemacht? Es wird die Fiktion entwickelt. Es gibt das Volk als eine homogene Kategorie und in dieser homogenen Kategorie gibt es den Willen des einen Volkes. Und ich denke, für mich ist in meinem Verständnis, ist, und das sage ich jetzt bei allen Vorträgen, zu verstehen, dass es das Volk nicht gibt. Den Befund könnte man jetzt kulturhistorisch wieder abschwächen. Und wenn ich kulturhistorisch argumentieren würde, könnte ich sagen, okay, das ist jetzt auch nichts Aufregendes. Das wissen wir ja zum Beispiel im Begriff auf Nation, Ruth Benedict, die Nation als konstruierte Identität. Der Punkt ist nicht die Homogenität, sondern der Punkt ist die Implikationen dieser Homogenität. Das heißt, es kann ja auch, und es gibt ja auch in der Geschichte Deutschlands Beispiele, einen Nationenbegriff haben, in der Einigung Deutschlands, der durchaus fortschrittlich ist. Es geht nicht um die Homogenisierung, es geht sondern um die Implikationen der spezifischen Homogenisierung. Das ist der Punkt. Was machen die Demagogen? Erstens, sie brauchen etwas mit Ängste, Sorgen, Befürchtungen als realer Prozess, als eingebildeter Prozess. Es braucht so ein Angstsubstrat. Donald Trump kann nur in einer bestimmten historischen Konstellation gehen, wo er Ängste ansprechen kann und wo es Leute wirklich gibt, die, die diese Ängste erleben. Ob real oder eingebildet, aber in ihrer phänomenologisch, sie leben in einer Angstwelt. Die Demagogen sprechen das an. Das Ansprechen selbst ist demokratiefördernd. Im Ansprechen, das kann man jetzt ganz empathisch sogar sagen, indem ich jemanden anspreche, der Angst hat, indem ich jemanden sage, ich nehme dich oder sie in deinen, ihren Ängsten wahr, gebe ich dieser Person Würde. Das heißt, wir können sagen, der Prozess ist absolut richtig und wenn die anderen Parteien das versäumen, bestimmte Bevölkerungsgruppen anzusprechen, dann ist klar, dass hier eine Bindung stattfindet, dass ich dann auch eine emotionale Bindung habe. Also, und dieser Prozess selbst ist sozusagen für die Demokratie fördernd. Es gibt ja auch zum Beispiel Wahlen, wo dann die Beteiligung an den Wahlen steigt. Das ist sicher ein positiver Prozess. In dem Film habe ich unter anderem eine Person interviewt, die ich in Österreich sehr schätze, eine Philosophin Isolde Charim, eine sehr kluge Frau. Und die hat einen Begriff verwendet, die populistische Lernstunde. Das heißt, sie sagt, die Populisten geben uns einen Blick in Aspekte der Gesellschaft, die vorher verborgen worden sind, und was können wir in dieser populistischen Lernstunde lernen. Das ist der erste Punkt, und den Gedanken sollten wir zum Erhalten. Aber es geht weiter. Das heißt, der nächste Punkt ist natürlich, das anzuheizen. Das heißt, jetzt habe ich dann sozusagen in den sozialen Medien die ganzen Berichte, was die Flüchtlinge für Gräueltaten machen, die völlig erfunden sind. Und der schlimmste Punkt ist jetzt, das umzuleiten und eine Erklärung anzubieten in dem Weltbild. Dieser zweite und dieser dritte Schritt und der vierte Punkt wäre Verheißungen zu verkünden, die man niemals einhalten kann. Das heißt, die Krise des Populismus, es ist immer die Krise, wenn sie an die Macht kommen. Da habe ich dann ganz spezifische Momente. In Österreich haben wir es schon einmal gemacht. Und das mit einem Riesenschaden, der größte Schaden war die Bankenpleite von Hypoalte Adria, mit einem Schaden von 10 bis 20 Milliarden. In Deutschland müssen sich immer eine Null dazu hängen. Österreich ist ein Zehntel von Deutschland, so viel. Also sehen wir, welche Größenordnungen das gibt. Die Partei hat sich dann gespalten und die FPÖ jetzt. Damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Wir könnten jetzt sagen,
Wir könnten jetzt einen Katalog von Aktionsformen, von Denkformen entwickeln. Ein wichtiger Punkt ist, dass dieses Denken ein Verschwörungsdenken ist. Das heißt, das Verschwörungsdenken ist ein systematischer Bestandteil dieses Denkens. Es kommt jetzt nicht mehr extra dazu, sondern das ist Verschwörungsdenken im Kern. Immer Angriff, immer Opfer, das Perpetuum mobile. Das heißt, wie wird hier Politik gemacht? Man macht die Saga, Nazi-Saga zum Beispiel, ist gut oder irgend sowas, das wird ja alles kalkuliert. Also für den Jörg Haider habe ich dann, wie er noch von Saft und Kraft war, habe ich auch die Leute gekannt, die seine, in Österreich heißt Saga, diese Soundbites, die dann sozusagen von den Medien begeistert berichtet haben, designed haben. Das heißt auch die Art, wie, ich habe das auch studiert, wie Haider zum Beispiel Biertritt-Auftritte gemacht. Das war durch dieses Hightech von Kommunikation, durchdesignt, wo Leute im Publikum sitzen, die Signale gegeben haben, wie bestimmte Reden ankommen, wo er eigentlich mit dem Publikum gespielt hat. Und das heißt, das Ziel ist sozusagen, dass immer so eine emotional aufgeheizte Stimmung entsteht. Und Perpetuum mobile heißt, ein Sager passiert, ein schlimmer Ausspruch, der kalkuliert ist, alle anderen jaulen auf, wie schlimm und wie demokratiegefährdend, die Presse berichtet erfreulich, 27 Talkshows braucht man, wo man diese Leute einladen und dann müssen wir das alles immer besprechen, dann kommt das Demente, wir haben das ja nun nicht gemeint, man wird doch noch reden dürfen, das sind Gesinnungsterroristen, und dann kommt das Demente vom Demente, nein, so war das Demente nicht gemeint, dann kann ich wieder drei Talkshows machen und so weiter. Und dann kommt sozusagen, und dann geht es weiter. Und so weiter. Und das heißt, es braucht ein Zusammenspiel, ein ganz spezifisches Zusammenspiel von den Gegnern, die diese Muster nicht durchschauen, die diese Muster nicht thematisieren, und von medialen Prozessen. Das heißt, im Zoo kann man dann eine Berichterstattung machen, also man gibt ja Untersuchungen in den USA, also was sie zum Beispiel, sagen wir Jänner 2016, Trump und Bernie Sanders sind ungefähr in den Meinungsumfragen gleich hoch. Wie viel wird von Trump berichtet in den Medien und wie viel wird von Bernie Sanders berichtet? Und dann sieht man, wie die Medien da das anheizen. Das sind so mediale Prozesse in dem Hintergrund. Das heißt, die Art von, was man da macht, ist, ich brauche überhaupt keine Sachpolitik mehr machen. Jeder kann diese Politik machen, weil es ist immer nur ein Kampf von Personen und Gruppen. Es gibt gar keine Sachthemen mehr. In der FPÖ gibt es zum Beispiel einen wirtschaftspolitischen Sprecher, der völlig unbekannt ist, niemand kennt ihn in Österreich. Das brauche ich gar nicht, dazu brauche ich ein wirtschaftspolitisches Programm. Argumente und Fakten sind fast belanglos. Post-Truth, postfaktisches Zeitalter, Inhalte werden belanglos, Einzelbeispiele, dienen zur Illustration des Weltbildes, und wenn man sich kritisiert, ist man sofort der Feind. Warum mache ich das? Also ich kann mich dann ja so um die Aussagen über mich, kann ich dann in den sozialen Medien studieren, mit schönsten Wettern. Man muss ja da ein dickes Feld zulegen, wenn man sich dann so in die Öffentlichkeit stellt. Daily Mail und Daily Mirror sind die zwei Boulevardmedien, die von Murdoch, die zum Beispiel den Brexit propagiert haben, und die Animals of the People waren, das waren die drei Richter, die gesagt haben, die Durchführung der Brexit muss noch durch den parlamentarischen Prozess. Die haben gesagt, das ist sozusagen Verfassung in United Kingdom, ist ja wieder eigene Sache, das ist eine andere juristische Wirklichkeit, das wird bei uns in die Hand. Und dann sind sie natürlich am nächsten Tag, sind sie die Volksfeinde und die Adresse wird genannt und sie können dann ihren eigenen Garten verteidigen gegen irgendwelche Leute, die kommen. Vielleicht noch einmal, sollten wir besorgniserregende Aspekte in diesem Wir und Die ist ein Prozess der anderen enthalten, den man sozialpsychologisch nennen kann, Depersonifikation.
in diesem sozialen Panoramamodell von Lukas Derks ist auch eine sehr elaborierte Theorie der Personifikation enthalten. Personifikation heißt, wodurch unterscheide ich einen anderen, wodurch repräsentiere ich einen anderen als Person und nicht als Objekt oder nicht als Feind. Selbstpersonifikation wäre das Selbstbild. Personifikation ist, wenn man es im Bild denkt, nur ein Bild. Und wenn es nur ein Bild ist, heißt es, Menschen haben auch die Fähigkeit zu depersonifizieren. Das sind völlig normale Prozesse, völlig normale Prozesse. Und eine mögliche Art, über Depersonifikation zu reden, ist die Frage zu stellen, wessen Tod zählt. Krieg ist immer Depersonifikation, wir müssen uns erfreuen, dass wir unsere Feinde getötet haben, das sind dann die Helden, die möglichst viele umbringen. Depersonifikation, man braucht das auch jetzt gar nicht moralisch beurteilen. Depersonifikation ist ein normaler Prozess, wie viele Leute verhungern heute. Die sind für uns depersonifiziert, das muss auch sein, weil man ja eine bestimmte Art von Stabilität braucht. Man kann sich sozusagen diese Art von Elend nur beschränkt geben, weil sonst wären wir ja nicht handlungsfähig. Und die Schritte sind zu einer vollständigen Depersonifikation, eine vollständige Depersonifikation. Die anderen werden als Objekte gesehen oder nur als Tiere, als Schädlinge. Und diese Schädlinge kann ich dann, was weiß ich, industriell vernichten. Die Macht dieser Sprache ist, dass man Hasssprache verwendet. Das heißt, Hasssprache kann ich gleich, ich nenne das auch Hasssprache, wirklich Hasssprache. Wie kann ich Hass auf andere? Und da gibt es jetzt Muster, zum Beispiel jedes Verbrechen zu unterstellen. Jedes. Ich habe damals, wie das eine Buch geschrieben habe über den Jörg Haider, und gesagt, ich mache mir jetzt eine Liste von allen Verbrechen. Alle Verbrechen, die es gibt. Habe ich schon in Datenbanken aufgebaut und gesagt, finde ich jedes Verbrechen, habe ich gerade den Feinden zugeschrieben. Jedes. Okay? Die pädophilen Grünen in der AfD-Diktion. Okay, das ist schon das Schlimmste. Eine der schlimmsten Sachen ist Pädophilie. Das heißt, so, kulturell ist das absolut geächtet. Also noch schlimmer als wie Mord. Die pädophilen Grünen. So. Man könnte auch jetzt so einen Katalog aufstellen und sagen, wird sozusagen diese, oder vom Trump zum Beispiel. Das ist die Idee, dass damit Hassbilder, das heißt, diese Depersonifikation, und damit habe ich Gewaltfantasien und so weiter, und die Frage ist, wo in einer eskalierenden Spirale. So Beispiele, also sehe ich, es hat zum Beispiel im Oktober 2016, Kronenzeitung ist die große österreichische Zeitung, Marktanteil von 40%, wir sind ja ganz zentralisiert, wie in Nordkorea so ungefähr, die größte Pressekonzentration der Welt. Ein syrischer Flüchtling, der vermutlich geistig vollkommen verwirrt ist, springt auf die Fahrbahn, springt dann auf die Straßenbahn, stört den Verkehr, also der war psychisch krank, stachelt dann auf Twitter fassungslos und da gibt es Untersuchungen und dann Leute, die halt dann die sich nennen, also das heißt, es findet eine ungeheure Verrohung von Sprache statt, die ja, sich als Eltern mit ihren Kindern präsentieren, mit vollem Namen. Also ich tue es jetzt nur ganz kurz, weil ich damit hin mit Anspielung auf die Konzentration. Also, ich kann mir das nur beschreckt geben. Ist das Ganze eine Gefahr? Die Gefahr ist aus der inneren Logik, ja, und die innere Logik ist, dass in diesem Denken überhaupt keine Realität entsteht, die dieses Denken dargestellen kann. Das heißt, das Schlimme ist, wenn ich an der Macht bin, weil wenn ich an der Macht bin, dann sozusagen, wenn ich an der Macht bin, muss ich praktisch das homogene Volk herstellen. Das heißt, es ist immer Ausschluss, Ausschluss, Ausschluss. Das heißt, das homogene Volk herzustellen, ist jetzt eine Möglichkeit zu sagen, welche Art von Gesellschaftsänderungen passieren in Ungarn. In Ungarn ist es am weitesten fortgeschritten, weil die von Orban die Partei einen ziemlich hohen Zuspruch hat. In Polen sind die versucht, aber in Polen gibt es wirklich einen Widerstand. Das ist eine andere. Das heißt, dieses Verschwörungsdenken findet kein Ende, wenn die Macht errungen ist.
Die Dosis und die Aktionen müssen dauernd gesteigert werden, sonst droht ein Verlust der Attraktivität. Es hat auch gar keinen Sinn, wenn man bestimmte Forderungen von diesen Parteien, wenn die anderen Parteien das in ihr Handlungsübung setzen, weil das wird sozusagen die nächste Forderung erhoben. Und es gibt auch ein Strategiepapier der AfD, wo dieser Prozess beschrieben ist. Sie sagen, wenn die jetzt unsere Position übernehmen, dann machen wir die nächste Radikale. Die Fantasie hat ja überhaupt keine. Und jetzt können wir sagen, was passiert jetzt? Wo sind Provokationsgewinne? Wie reagieren die Medien? Wichtig ist zum Beispiel das Verhalten der Polizei im öffentlichen Raum. Und das Schlimme ist halt, und da ist immer der Punkt, ist die öffentliche Meinung und wo ist der Punkt, wo es dann gefährlich ist, dass der politischen Eliten umgibt. Das ist immer das Entscheidende. Ja. Es gibt Eskalationen in Deutschland, viele Beispiele. Das rechtspopulistische Milieu wäre zum Beispiel die Sprache der AfD oder in Österreich der FPÖ, die rufen nicht zur Gewalt auf. Die sagen nicht jetzt, dass sie brennt das nächste Flüchtlingsheim nieder, geht es auf die Straße oder so, aber es ist sozusagen, es ist eine Hasssprache. Und dann gibt es eben anders, die das, und das ist alles in, und Netzwerke, die dann wirklich halt, und in Deutschland gibt es ja so viele, mehr als wie zum Beispiel in Österreich von offener Gewalt, zum Beispiel gegen Flüchtlinge oder diesen NSU und so, diese Dinge, das haben wir in Österreich jedenfalls, ist es nicht bekannt, dass wir das haben. Ja. Ich komme zu meinem Ende. Rechtsdemagogen bieten keine Lösungen, strukturelle Probleme können nicht angesprochen werden. Im Gegenteil, wir haben auch ein interessanter Punkt, ist eben der Zusammenhang mit Neoliberalismus. Das ist sehr, sehr vielschichtig, sehr, sehr vielschichtig. In der AfD haben wir das interessante Phänomen, dass das ganz neoliberale Ökonomen sind, die eine Partei gründen. Also diese Prozesse sind auch jetzt wenig erforscht. Wie Ökonomen gründen eine Partei und diese Partei wird zum Einfallstor für die ganz Rechten? Was passiert hier? Oder eine Frage, die es mit Stefan Büringer Munich, der erstes Paper in diese Richtung geschrieben, wie hängt das neoliberale Denken mit dem rechtspopulistischen zusammen? Das ist eine Deckungsgleichheit. Das ist ja interessant. Ich glaube, in der Reflexion oder zum Beispiel, und da müssen wir die Varianten sagen, zum Beispiel die Trump-Variante. Ja. Das eine Buch, was ich geschrieben habe, war im Jahre 2000, Teil der Leid, Handbuch für Demagogie. In Österreich war das ein Bestseller mit 5 Auflagen. Und für mich war das in Vergessenheit. Und das ist jetzt das neue Buch, Populismus für Anfänger. Das war jetzt nur das erste Coverbild vom Verlag. Und da kommt jetzt noch der zweite Titel, eine zweite Person dazu, die Nina Horacek, mit der ich das jetzt mache. Und ich habe gesagt, Abgabetermin ist in einer Woche. Und das Buch wird am 1. August erscheinen und mit dieser Propagandadurchsage höre ich jetzt einmal auf und ich habe die Ursachen noch gar nicht geredet und ich freue mich auf Ihre Diskussion. Danke.